Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Advent, ne, nicht Adventure Map, Season 5. ja, mit den üblichen Verdächtigen, ne? Jay, Hardy und Christian. Ist mir mein Hund bis hier gefolgt. Ich lasse den jetzt mal hier stehen. Der ist doch in deiner Wohnung, den höre ich doch. Ja, super, das ist Jay. Meiner. Jay, du weißt jetzt, dass mein Hund dir hinterher rennt, ne? Weil du mich geschlagen hast. Echt? Ja, wo ist der denn? Hallo? Au! Scheiße! Alter! Der ist total wild geworden. Der ist tollwütig, das Vieh. Nein, du hast mich geschlagen. Ich hab den hingesetzt. Ja, dann wenn er mich doch nur einmal beißt, dann töte ich den. Ja, schlag mal Peter aus Versehen. Ich weiß ja, wenn das Vieh mich ein einziges Mal beißt, dann bringe ich den um. Ja, ist sehr gut. Hallo. Oh, ich bin ein Zombie. Ja, ich tut mir ja gar nichts. Warm, Junge. Geil, ist der Kohle. Kohle. Oh, scheiße, er muss immer an dieses fucking Lied von dem Penner denken. Wieso sind denn hier teilweise schon Fackeln? Weil ich da noch ganz kurz reingelaufen bin. Ja, noch ganz kurz da reingeguckt, doch. Oh. Sollten wir nicht mal zusammenbleiben? Wo seid ihr denn? Da ist Peter. Da ist weiter Peter erlaufen. Wo seid ihr überhaupt? In einem Riss. Wir suchen jetzt Melonenseeds. Ach so. Ist das hier ein richtiger Riss? Klar. Nein, leider weniger. Das wird noch zu einem richtigen Riss. Seid ihr noch ja, wir brauchen noch nur einen fucking Dungeon. Wir brauchen wir doch gar nicht. Was war die Frage, Christian? Ob ihr nach Osten gelaufen seid. Was soll ja, auf dich wir warten? Wir sind an die Ostfront gelaufen. Das ist klar. Wir sind bei minus 170, 600. Ja, Osten. Wenn du noch kommen willst. Nee, ich wollte nicht kommen. Was macht der Hund denn jetzt da? Guckt er sich die Ecke an oder was? Ja, der ist genauso Mongo wie Peter. Hier ist Lava, das ist ja nicht spannend. Ja, dann gehen wir mal hier runter, wa? Ja, ich komme zu euch. Weil hier gestattet hat, gut weiterzugehen. Die Frage ist, sollte ich den Hund jetzt mitnehmen? Ja, nehme ihn mit, damit du gleich sterben wirst. Oder der Hund sterben wird. Ja, wenn aber die Frage ist, ob ich hier nochmal wiederfinde. Den nicht mehr... Achso, doch. Ja, wie? Du findest doch wohl den Eingang wieder. Leute. Ich weiß nicht so genau. Ich hab Angst vor einem Zombie, obwohl ich Diamantbrüstung anhab. Ja, trotzdem, die Viecher sind total gruselig und machen komische Geräusche. LOL! Aber auch jetzt sind wir wieder draußen. Was ist das für eine Schatten da? What the fuck? Dann geht's hier runter. Hoffe ich. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Ja, einigermaßen. Alter! Alter! Okay, hier ist Ende. Hier ist noch Kohle. Da ist schon Ende wieder. Hier ist nur noch ein, hier ist nur ein Loch mit. Ja, klar, freut mich nur durch zu. Wichser. Ich finde ihn nie witzig, so was. Was ist denn das für ein scheiß Riss hier jetzt? Ich dachte, es kommt etwas Großes. Nein, hier geht's weiter. Ja, in der Tat. Das ist ja Nougat-Schnitten-tastisch. Boah, was ist denn jetzt hier Wichsgesicht? Alter, ist das ein Loch! Alter, Hardy, pass sofort auf, wenn du hier runterkommst, ne? Boah, ich vertraue dir kein Stück. Hardy, du musst direkt springen. Direkt. Ab nach unten. Jetzt frage ich mich, unten ist hinter mir. Aua. Diddle-diddle-diddle-diddle. Scheiße! Ich hörte mich mal eben. Ich habe einen Dungeon gefunden. Und Creeper! Und ich habe noch drei Herzen! Mama! Nicht sterben jetzt! Hardy, nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Oh, nicht sterben! Jay, das Lava! Ich habe eine Mine gefunden! Ich habe eine Mine gefunden! Und verbiss! Schnell essen und heilen. Ich bin ein Creeper! Ach so, da bin ich wieder. Alter, da habe ich mich aber ganz schön erschrocken mit der Lava. Als der Lava runterkam, ja, auf jeden Fall. Ich mach uns mal hier so eine Treppe. Wer hat Melonenseeds? Nicht im Ernst, dass du direkt schon Melonenseeds. Ja, der Creeper hat hier eine Kiste in die Luft gesprengt, deren Inhalt ich mir jetzt erstmal einverleibt habe. Wo seid ihr Penner überhaupt? Ach, da oben doch. Wir machen einen Weg. Wir können da nicht so runterfallen, wir haben keine Diamantrüstung anhalten. Nee, ich wollte da auch ehrlich gesagt gar nicht runterfallen, weil ich hatte einen Block unter den Füßen weggemacht. Ich hatte nur noch drei Herzen und waren auf einmal Creeper. Übrigens waren das doch keine Melonensamen, sondern Pumpkins. Ich wollte euch nur ein bisschen foppen. Das war foppen? Ja auch klar.
Ja, voll. Aber das sieht doch sehr vielversprechend aus hier, ne? Ja, hab ich ja auch gefunden. Ich möchte erwähnen, dass ich das Loch erfunden hab. Jay hat das Loch erfunden. Aber nice. Boah, das hast du ja hier einen geilen Weg gefunden, Adi. Hast du ja hier einen geilen Weg gefunden, oder was? Ja, auf jeden. Auf jeden, oder was? Na, das Loch wird schon nicht mehr benutzt hier. Aber ich muss mir jetzt erstmal Fackeln machen, ne? Oh. Wie bei Petra. Oh, Peter, nicht, dass ich dich hier runterschlage. Dann würde ich sterben. Wäre echt traurig. Dann würde ich nämlich in die Lava fallen. Ah, dann wird der Game-Mod wieder aktiviert werden. Ja, der Adi macht das jetzt. Ja, richtig. Hier! Woo! Ich bin ein Zombie! Leute, ich bin ein Creeper! Du bist ein Creeper? Ah! Au! Au! That was very hurtful. Ich will Melon Seeds. Ja, die muss es jetzt hier geben, ja. Ansonsten brennt irgendwas hier nieder. Das ist jetzt mal festgesetzt von mir gerade. Also gucken wir auf der Karte, wo wir sind. Ah, alles gut. Wo seid ihr? Ich bin weit weg von zu Hause. Peter. Das ist hart. Ich bin Holz am Farm. La, 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 ja, Christian la, muss sich immer absondern und immer alleine. LOL! Oh, Peter, ja, ihr seid vielen doch einfach Dank. Nur, ihr seid doch einfach weggerannt. Ihr kam aus dem Nichts, der Creeper. Du hast ja auch einen fahren lassen. Was? Hier fehlt er, oder? Ausbrennt. Der ist nicht witzig. Oh, ich hab einen Schleimspawner gefunden. Geil. Was für ein Spawner? Ein Schleimspawner. Ah, nice. Was sind die kleinen komischen Viechers denn? Das ist eine Kiste. Adi, muss ich jetzt die Kiste holen? Oh, Adi, wenn da keine Melon Seeds sind, bist du dem Tode geweiht. Ich glaube, bist du denn schon? Ja, Melonensamen, diesmal wirklich. Und zwei Diamanten. Ja, nice. Ja, bla 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 bla. Das glaube ich nicht, bevor du mir die volle Füße geworfen hast. Nee, wenn du mir das nicht glaubst, kriegst du auch keine Melonensamen. Peter, möchtest du Melonensamen haben? Ja. Trollololololol. Übrigens, das mit den zwei Diamanten, die ich gefunden habe, war ein Scherz. Ach! Und das mit den beiden Melonen-Seeds auch zufällig. Nein, die waren da wirklich drin. Das glaube ich immer noch nicht. Das ist aber so. Ich möchte jetzt die aber... Ich bin den Gang runtergelaufen. Ich glaube, ganz woanders lang als ihr. Ja, das ist ja super. Irgendwer hat gerade einen Zombie in seiner Bude. Das ist bestimmt auch richtig super, wenn Hardy gleich sterben sollte. Voll, der hat ja eine... Alter, ich habe eine Diamantrüstung, ich sterbe nicht. Aber ich höre hier einen Enderman. Da ist ein Enderman. Hallo. Da ist eine Karte dabei. Oh, da ist ein Creeper. Ey. Der hat sich hier gerade durch mich durchteleportiert. Oh, ich glaube, der Creeper hat mich anvisiert. Da unten sind zwei Enderman. Echt? Ich höre nur Glucksen. Ich habe leider keinen Bogen. Ich bin unter denen. Alter! Die haben mich jetzt beide anvisiert. Wenn, dann bist du über denen. Was habe ich gesagt? Unter. Ah. Und ohne oh shit! Huch! Das tut mir echt leid, Peter. Warst du das? Das Falsche abgebaut. Boah, du bist so ein Stück Scheiße, weißt du das? Huch! Ich wollte das nur ein bisschen beschleunigen, ja, alles. Ich hab zwei Enderperlen bekommen von dem. Ja, das ist so schön. Ach, mein Herz, Junge, Alter. So kannst du doch nicht machen. Alter, geht das noch tiefer runter, ey. Das ist ja der Hammer. Das jute alte Herz. Ich hasse das, wenn über uns immer so viele dunkle Höhlen sind. Das heißt, Zombies können von überall kommen und auf einmal hinter einem stehen. Oh, yeah. Und zwar vor allem die Creeper. Ein bisschen Holz abbauen, falls ich wieder fackel. Wo gehen wir denn lang? Ich sehe gerade so ein Spinnchen. Oh! Hast du mich jetzt gerade von der Spinne erschrocken? Oh lala, hier ist der Lava. Nein, ich habe mich gerade von dem kleinen Steg erschrocken, der da vor mir war. Moment, wenn ich jetzt Effektivität 2 habe, das müsste ja bedeuten, dass wenn ich jetzt abbaue, ich dann 2 Eisen kriegen könnte aus einem Block, oder? Theoretisch. Das weiß ich nicht. Adi, das hatten wir doch mal nachgelesen, ne? Das weiß ich nicht mehr, wie die Regelung da war. Alter, ich höre Zombies. Und da unten geht's noch viel weiter in die Mine rein. Alter Schwede, ey. Tja, warum seid ihr nicht mit mir gelaufen? Ja, es ist so, als wenn wir nicht so wenig hätten, also. Ja. Nein, Lava!
Ah! Shit. Dreckeliger Zombie, ey.